Beim Thermal-Inkjet-Druck kann es vorkommen, dass die Kartusche bzw. die Düsen der Kartusche eintrocknen, was zu einem streifigen Druck führt. Wie man die reinigen kann, zeige ich euch hier in dem Video. Bei einer leichten Verstopfung der Druckdüsen sieht das dann etwa so aus. Dann sieht man einen ganz leichten weißen Streifen. Unten bei der Schrift wird es deutlich und auch im QR-Code. Es kann aber auch richtig hartnäckige Verstopfungen geben. Die sehen dann etwa folgendermaßen aus. Immer hier meine Kartusche, die schon über einen Monat lang einfach so hier liegt. So, die muss dann in jedem Fall erstmal gereinigt werden. Sie können die reinigen, indem Sie die bei oberflächlichen Verkrustungen einfach hier über so eine Küchenrolle ziehen. Oder bei hartnäckigen Verkrustungen können Sie hier Isopropanol nutzen und damit ein Tuch ganz leicht betränken. Und dann auch die Druckdüsen leicht abtupfen. Eine weitere Möglichkeit, die Verkrustung in den Griff zu bekommen, ist, dass Sie ganz viele Drucke nacheinander mit Ihrem Drucksystem starten. Entweder hier mit diesen Mini-Druckern oder mit den etwas größeren Handdruckgeräten oder auch mit Förderbanddrucksystemen. Wenn die Reinigung dann erfolgreich war, sollten die Abdrucke wieder gewohnt gut und vor allem ohne Streifen zu sehen sein.